Und ja, hallo, hier ist wieder der Madi und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem weiteren Video und zwar zum Football Manager 2022. Heutiges Thema ist an dieser Stelle, wie bekommt man es hin, dass man auch in Deutschland an mehreren Ligen noch irgendwo mit da teilnehmen kann. Im Standard ist hier in der Datenbank für Football Manager die dritte Liga oder höher nur auswählbar. Dies lässt sich aber ändern. Und zwar, es gibt auch, wie gesagt, für Football Manager mehrere sehr, sehr gute Webseiten und nicht nur den FM Scout. Da wollte ich jetzt nicht hin, aber da könnt ihr mir auch gerne folgen bei Twitch. Sorry, das war jetzt wirklich ein Verklicker. Und es gibt hier den fmscout.com, es gibt aber auch hier zum Beispiel meistertrainerforum.de. Beide Webseiten kann ich sehr empfehlen. Sind unten auch in der Videobeschreibung verlinkt an der Stelle. Lasst dort sag mal gerne auch Likes und Drops und sonstiges irgendwo auch da. Weil die Jungs geben sich wirklich jedes Jahr sehr, 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 sehr viel Mühe. So, wie bekommt man es nun rein? Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt und zwar die Deutschlandwahl bis einschließlich der 6. Ebene. Es ist eigentlich relativ einfach, irgendwo herunterzupacken. Es geht bis zur Landesliga, auch mit den unten. DFB-Pokal ist drin, DFL Supercard, 22 Verbandspokale, Junioren-Bundesliga und Regionalligen etc. pp. So, im Endeffekt, wenn ihr quasi jetzt nicht irgendwie Steam nutzt, ich habe ja den Football Manager über den Xbox Game Pass quasi kostenfrei irgendwo dabei, auch mit denen geht es, keine Sorge. Einfach unten auf den Pfeil klicken, dann bekommt ihr diese Datei hier, Fußball-Liga-System in Deutschland. Müsst ihr in euren Editor da hineinpacken. Ich gehe nochmal ganz kurz dahin, damit man es auch sieht. Und zwar bei euch unter deinen eigenen Dokumenten Sports Interactive Football Manager 2022 Editor Data und dort einfach das Ligasystem hinüberschieben, euren Football Manager starten, mal ganz kurz hier auf Abbrechen gehen, ein neues Spiel starten. Es geht, soweit ich weiß, nicht, wenn man einen bereits bestehenden Spielstand hat, dann geht es leider nicht. Mensch, Sonntagabend, man hat hier irgendwie so ein gutes Problem. Genau, und da habt ihr quasi hier schon diese Datei irgendwo drum liegen. Fußball-Liga-System in Deutschland. Müsst ihr einfach nur bestätigen. Erweiterte Datenbank-Option. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir quasi jetzt auch die anderen Sachen dort mit auswählen können. Und auf einmal seht ihr hier nicht nur dritte Liga, sondern auch Landesliga und Verbandsliga und höher. Und damit könnt ihr quasi ganz gemütlich ein neues Spielchen irgendwo auch starten. Wenn es euch hier an dieser Stelle gefallen hat, beziehungsweise das war es dann auch schon, mehr muss man an der Stelle auch nicht machen. Wenn euch der Tipp geholfen hat, dann lasst lieben gern ein Like da, schreibt es lieben gerne in die Kommentare und ich würde mich doch mega über ein Abo freuen. Also dann, meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss.